Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Jesbecki, Twitch-Streamerin, Moderatorin und Sprecherin und heute möchte ich mit euch einen kleinen Blick auf meine Anfänge werfen. Ja, ich bin mittlerweile schon sehr, sehr lange mit im Geschäft. 10 ganze Jahre. Nein, das sind sogar schon 11. Ah, oh mein Gott, 11 Jahre. Und ich dachte mir, vielleicht wollen wir mal gemeinsam einen Blick auf Videos werfen, die ich so vor ganz, ganz langer Zeit hochgeladen habe. Kleiner Disclaimer hier. Ein paar der Videos sind schon auf privat, einfach weil ich mich überhaupt nicht mehr damit identifiziere und die nichts mehr auf meinem Kanal verloren haben. Aber ein paar Perlen gibt es noch. Ich habe mir gedacht, lasst uns da gemeinsam reinschauen, mit was ich begonnen habe, welche Formate ich mir ausgedacht habe, die es dann leider nie zu einem Durchbruch geschafft haben, aber muss so schon retro-perspektiv sagen, die dann doch irgendwie, ja, kreativ waren. Lasst uns nicht länger schnacken, sondern reingehen. Hier haben wir meinen wunderbaren Kanal. Falls ihr es noch nicht tut, dann abonniert jetzt auf jeden Fall. Und ich habe das Ganze mal geordnet nach Videos und habe mir die ältesten zuerst anzeigen lassen. Und das allererste Video, was da kommt, ist eigentlich ein typisches Video, was man heutzutage auf TikTok sehen würde oder auf einem Shorts-Kanal. Es ist nämlich mein allererster Pentakill und ich überlege gerade, ob ich das zu einem Short machen werde. Es war ein Aram mit Hans Shockwave hier. Basti mit am Start, ich spiele Miss Fortune. Oh Gott, wie das damals alles noch ausgesehen hat. Ich habe auch gar keine Ahnung mehr, was ich tue. Ah, da haue ich mein Ulti raus. Voll verkackt. Ich glaube, das war mein Q. Dreifachtötung! Dreifachtötung! Dann habe ich dieses E gemacht, glaube ich, von ihr. Komm schon! Go, Penta! 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 Wenn der Chat doch abgeht, der Chat. Oh mein Gott, what the fuck? Penta! Oha! GG! Becky Penta! Ich hatte noch nie Penta-Kill! Fair erkämpft. Fair erkämpft, ja. Also auf jeden Fall ein kleines Highlight für mich, weil es war mein allererster Pentakill und dann in einem A-Raum. Also ich glaube, ich habe danach auch nie wieder einen geschafft. Ein weiteres sehr gutes Video, was vermutlich auch viel besser jetzt als so TikTok funktionieren würde als Kurzclip, war Sexy Time. Mein erstes Mal mit Cullen. Das war eine Zeit, wo ich damals das erste Mal so live gegangen bin von meiner PlayStation. Und Dragon Age Inquisition gespielt habe. Und da sieht man hier auch nochmal, mein Setup war einfach nur die PlayStation-Kamera, mit der ich mich selbst gefilmt habe. Ich habe gespielt, ich bin auf dem Boden, auf ganz vielen Kissen in meiner Wohnung gesessen, hatte den Laptop neben mir auf einem Tisch oder was, ein iPad oder irgendwas. Ich glaube nicht mal ein iPad, sondern irgendwie eine Art von Tablet und habe den Chat mitgelesen. Ah, ja, das ist... Ich muss an der Stelle sagen, ich war eine echt hässliche Elfe, keine Ahnung. Mein Charakter hat mir dann später im Spiel überhaupt nicht mehr gefallen. Ich weiß, ich mochte den gar nicht mehr. aber ja, gut. Ich war auf jeden Fall jetzt ultra gehypt. Jede Videosequenz, die es mit Cullen gab, die habe ich ultra gefeiert. So süß. Das wäre dann alles. Ist einfach so romantisch. So romantisch. Yeldrap, cool. Was meint ihr damit? I'm also in love with Cullen. Werde ich bleiben wollen. Bei euch. Ah, oh, ja! Ich habe gleich reagiert. Ich weiß nicht, was ihr. Na und was? Jetzt kann ich sagen. Beenden. Den nee. Ich will bei euch sein. Komm schon, ich Becky. Ich werde meine Liebesbeziehung mit Cullen. Natürlich. Cullen, müsst ihr das wirklich fragen? Geliebt und geschätzt. Da waren, glaube ich, immer irgendwelche Trophäen eingeblendet. Oh, jetzt gibt's Sex. Oh ja, da werde ich einfach mal auf dem Tisch gleich genommen hier. Oh! Okay, ja, mein erstes Mal mit Cullen. Auf jeden Fall auch ein kleines Highlight von mir auf meinem Kanal. Im Sinne von auch, weil ich mich das erste Mal richtig ins Zeug gelegt habe, was ein Thumbnail angeht. Ihr wisst nicht, wie lange das gedauert hat, meinen scheiß Kopf da auf dieses Ding da drauf zu pappen. Und damals dachte ich, boah, das, Leute, das wird Klicks geben.
weil sexy time und dann sowas und die Leute werden es klicken, naja. Gehen wir zu einem Format, das ich entwickelt habe, und zwar Geschichten aus der Kluft. Das hat sich auch eigentlich relativ okayisch so geklickt, hatte mal mehr, mal weniger Aufrufe und drehte sich im Großen und Ganzen um die Geschichte von League of Legends. Und vielleicht schauen wir in ein, wo könnten wir reinschauen? Hallöchen, liebe Leute, und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Geschichten aus der Kluft. Geschichten aus der Kluft. Wie letzte Woche... Wie ich hier halt nicht geschnitten habe, meine Güte. Jump Cuts, Becky. Eieieiei. Und warum bin ich so rot im Gesicht? Warum habe ich so rote Bäckchen? Ich bin fast wie das Pikachu auf meinem T-Shirt. Schon angesprochen, schauen wir uns heute den Erzfeind Demacias an. Und zwar Noxus. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der geografischen Lage. Wo liegt Noxus überhaupt? Was ist das für ein Haarschnitt? Der ist auch recht wild. Hier setzen sich nur die geistig und körperlich Stärksten durch. Güte und Mitgefühl findest du hier auf jeden Fall nicht. Hüte? Hüte oder Güte? Also, was man dazu sagen muss, ich habe diese Videoreihe gestartet, einmal, weil ich halt League of Legends erklären wollte und weil mich bei League of Legends vor allem die Lore interessiert hat, so wie bei Warcraft. Und ich wollte meine Moderationsfähigkeiten testen und man sieht halt noch, wie unwohl ich mich fühle, wie oft ich so herumeier. Also es sind so Kleinigkeiten, die ich halt sehe, aber die mich enorm stören, die vielleicht beim normalen Viewer gar nicht so ankommen. Aber wenn ich mir das anschaue, alter Falter, Becky. Nee, also das gibt's da leider nicht. Ich habe das übrigens in meinem Schlafzimmer gedreht von einem Greenscreen. Ich hatte eine Kamera, wo ein Teleprompter lief. Also das stand irgendwie alles so daneben, aber ich konnte das nicht lesen. Es war fast unmöglich, das zu lesen. Aus Zahn, Zahn, ich mach dich platt. Lustig. Also ich habe überhaupt keine Cuts da drin. Ich rede das einfach so runter. Ich kann mir selber ultra schwer zuhören, dass es überhaupt Leute damals geguckt haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Diese Reihe hat sich auf jeden Fall gebessert. Also das wurde dann, finde ich, schon qualitativ hochwertiger. Sport & Play war auch ein ziemlich cooles Format, was ich angefangen habe, wo es dann auch nur 2 Videos gab. Ich glaube sogar 3. Ja, 3, genau. Hier unten kommt nochmal 1. Da habe ich Fitnessübungen gezeigt, die man am PC machen kann, weil ich mir gedacht habe, was kann ich gut vereinen? Sport. Ich mache gerne Sport und zocken. Und was schaffen Gamer meistens nicht, zum Sport zu kommen? Also muss es einfach Workouts geben, die man am PC machen kann oder bei der Konsole. Und ja, schauen wir uns das mal an. Sport and Play. Hallöchen, Leute. Ich zeige euch heute ein paar Trainingsübungen, die ihr ganz leicht am Schreibtisch während dem Zocken machen könnt. Ich weiß, es ist nicht immer leicht bei dieser ganzen Zockerei. Dieses Voice-Over, die Schriftart, heilige Guacamole. Und diese Musik, Leute, war Musik aus der YouTube-Library. Weil ich hatte kein Geld, mir irgendwo Songs zu kaufen, viel zu viel Schiss, irgendwas anderes zu verwenden und einen Strike zu bekommen. Also habe ich einfach die Musik aus der YouTube-Library verwendet. Drei, auch mal an den Sport zu denken. Mir geht's ja genauso. Arbeit, nach Hause kommen, streamen. Wann bleibt da überhaupt Zeit, sich ausreichend zu bewegen oder Sport zu machen? Durch, während euren Toten wie geflatscht. Counter-Strike oder wo auch immer machen könnt. Beginnen wir mit... Von was ist das? Was ist das für eine Hantel, Becky? Ich glaube, das ist so meine 1-2 Kilo Hantel, die ich habe. Ah nein, 3 Kilo. Dazu nehmt ihr einfach ein... Und nicht zu... Von was befähigte mich? Was befähigte mich? Ja gut, meine Mutter war Fitnesstrainerin. Die hat das nochmal drüber schauen können oder sagen können. Aber trotzdem, was befähigte mich so, da Tipps zu geben? Ja, so ein richtiges Fitness-Workout zu geben. Heutzutage würde ich mich aufregen über Leute, die einfach irgendwie blind Fitness-Sachen teilen, ohne das nötige Know-how dafür zu haben. Trainingslevel. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich einen ausgesprochen guten Geschmack an T-Shirts hatte. Das war meine Phase, wo ich enorm viele QWERTY-Shirts hatte. Mittlerweile passe ich in kein einziges mehr. Nachdem ich ja so vielseitig interessiert bin, dachte ich mir, muss ich ein bisschen in Richtung Musical auch gehen. Musical war so ein anderes großes Thema, was mich neben Gaming noch interessiert hat. Und das wollte ich auch auf irgendeine Art und Weise auf meinem Kanal abbilden. So, das würde ich gerne mal wieder machen. Ja, warum Lieblingstheater? Ich war schon ziemlich, ziemlich oft hier, aber heute schaue ich mir zum allerersten Mal Mozart das Musical an. Heute stelle ich... Das war eigentlich ein bisschen eine Lüge, weil ich hatte Mozart schon mal gesehen, aber als sehr kleines Kind. Also ich konnte mich überhaupt nicht mehr erinnern, was da passiert. Die Elisabeth ist es ein deutschsprachiges Musical von Michael Kunze und Sylvester Levin. Das was? Von wem? Silvester, wer? Musical von Michael Kunze und Sylvester Levin. Levi? Meinst du Levi?
Okay, Becky von der Vergangenheit. Geboren war ein Komponist der Wiener Klassik. Und ich zeige erstmal Pyjama-Video von ihm. Das Material habe ich damals, muss ich sagen, dankenderweise von den Vereinigten Bühnen Wien zur Verfügung gestellt bekommen. Und das durfte ich dann in mein Video reinschneiden. Die Videos waren generell immer so aufgebaut, dass ich immer so ein kleines Voice-Over gemacht habe und ein bisschen darüber gesprochen habe, um was es geht. Und dann habe ich so im Theater selber auch noch im Foyer und so gefilmt und darüber gesprochen. Ich könnte mich hassen, dich ziehen zu lassen. Nie werd ich's nie verzeihen. Erzbischof von Mark! Mit meinem Griechisch und Latein, mein Verstand leicht gegen Wände. Was ich sehe, seh ich nicht ein. Ganz kurzer Einwand zu Max Seibert. Den habe ich als allererstes Mal gesehen als Tybalt im Musical Romeo und Julia. Oh! Da war er auch sehr, sehr sexy, oberkörperfrei die ganze Zeit. Ganz schönes Schmankerl. Ja, Mozart ist jetzt vorbei. Ich bin überwältigt. Eigentlich Memo und mich selbst schreiben, der Vereinigten Bühnen Wien schreiben, weil jetzt kommt hier Amadeus, ein Falco-Musical. Ihr könnt ich das eigentlich wieder machen. Frage ist nur, wen interessiert. Das ist halt super, super Nische. Vor allem Musical und dann noch deutschsprachige österreichische Produktionen. Ich habe versucht, immer wieder mal Vlogs zu machen von Events, wo ich war, Gamescom. Dann habe ich eine Zeit lang gedacht, so, ja, okay, mache ich doch ein bisschen Let's Play hier so mit Kathi. Ich glaube, sein All-Time-Favorite der Leute, also auch mit 56.000 Aufrufen, ist unser Dead by Daylight in Real Life. Ja, ich bin so geil. So. Das Ganze hat als normale Folge gestartet und dann nach dem Ladebildschirm hat die Leute aber etwas erwartet. Oh Gott, der Bart einfach. Die erste Reaktion meiner Mutter war, hast du dich angeschissen oder warum gehst du? Es war genau so, wie sie sich bewegt haben in dem Spiel. Dann bin ich eh irgendwann mal nicht mehr in der Hocke gegangen, weil es so anstrengend war. Und ich glaube, das war auch eines der aufwendigsten Videos, was ich je geschnitten bzw. produziert habe, bis zum damaligen Zeitpunkt. So, what? Kathi, die da einfach mal einen auf dem Mac macht. Vorstellen, damals gab es nicht einfach so die, da gab es noch keine Videos, wo du diese ganzen Soundeffekte drin hast. Also, die haben die ganzen Soundeffekte, Kathi hat die ganzen Soundeffekte recorded, damit ich die dann hatte. Die Meta, alles war damals ganz anders. Killer ist erstmal immer Runden gelaufen und dann hieß es erst nach 30 Sekunden soll man zum Generator gehen. Jetzt ist erstmal so, find mal einen Generator und dann geh gleich hin. Fliegen lassen. Und im Hintergrund schon der Killer vorbeiläuft. Dieser Blitz, Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit mit dieser Blitz gekostet hat. Zwei Videos, die enorm viral gegangen sind, war so ein kleines Review-Video, was ich zum Nintendo 2DS gemacht habe damals. Da habe ich gesagt, was lohnt mehr, der 2DS oder der 3DS XL? Und da wollte ich so ein bisschen in die Technikbranche mit reinschnuppern. 5,3 Zoll und 3,02 Zoll. Warum rede ich denn wie ein Kind, Mann? Ich rede halt wie so ein Baby. Die sind mit 3,3,5 Zoll und den bei dem so und so. Der 2DS ist abwärtskompatibel, kann aber auch... Was? Abwärtskompatibel? Das würde ich auch abwärtskompatibel. Scheiße, das war noch eine Zeit, wo ich in Deutschland gelebt habe und ich eigentlich gedacht habe, dass ich schon schöner spreche. Aber ja. Ich persönlich bin extrem angetan vom 2DS, weil ich die... Wow, diese Shots, Mann! ...nicht so oft benutze und sie gar nicht so extrem... So, und jetzt ist er hier, mein Popo-Blitzer. Und ich glaube, deswegen hat dieses Video auch so viele Aufrufe. Da war ich echt sehr stolz. Ein Video, das hab ich gut gemacht. Muss schon sagen, Props an Vergangenheits-Becky. Was man aber gut an meinem Kanal sehen kann, dass ich eigentlich nie einen Plan hatte, was ich mache. Dann kamen Streaming-Highlights, zwischendrin kamen Saw-Videos zu Dead by Daylight, dann wieder Stream-Highlights, Vlogs, japanische Süßigkeiten testen. Ich habe einfach wirklich sehr viel ausprobiert. Ich habe gekocht, ich habe wieder Fitness, Easy-Fitness-Übungen gemacht, Streaming-Make-up für faule Leute, also ein super leichtes Stream-Up. Ich wollte eigentlich immer kombinieren Gaming mit Lifestyle-Themen, also wie gesagt, Fitness und Gaming, Make-up und Gaming. Also das war alles schon vor 5 Jahren, vor 7 Jahren, vor 8 Jahren. Das ist alles schon super lange her. Großartig, wie sehr das jetzt mittlerweile Anklang findet und wie sehr man das jetzt alles so ein bisschen mehr verfolgt. Bin aber auch stolz, sagen zu können, dass ich schon auch mitunter früh schon diese Themen vereinen wollte, es aber halt nie wirklich
enorm durchgezogen habe. Ich wollte nie ein Thema alleine bedienen. Und das ist, glaube ich, bis heute auch so das Problem meines YouTube-Kanals, dass da so viele unterschiedliche Themen sind, dass man eigentlich ja nie wirklich jetzt die Gruppe oder die Nische angesprochen hat, sondern alles war immer irgendwie ein bisschen Gaming, ja, aber dann noch ein bisschen Lifestyle, ja, japanische Süßigkeiten testen, dann so ein Harry Potter Quiz. Also ich habe so ein bisschen geswitcht von allem, was mir irgendwie Spaß gemacht hat. Ein letztes Video, wo wir noch reinschauen können, damit ihr alle abschließend auch noch einen richtig geilen Ohrwurm habt, ist der Song, den ich mit Kathi gemacht habe. Weil singen musste ich natürlich ja auch noch machen, wenn ich schon alles mache. Dead by Daylight. Da ist jetzt gar nicht so viel singen, da ist einfach nur viel Becky plaudern und da reden wir darüber, wie der Song entstanden ist. Und jetzt ist das Singen dran. Kathi, bist du bereit für Singen? Okay, ich sage euch jetzt, ich verrate euch was, das war komplett gestellt. Yay, yay, yay. Wir wussten schon, dass wir yay, yay, yay machen. Aber fürs Video haben wir gedacht, kommt das gut. Also, es gab diese Konversation schon so, aber nicht so. Also wir hatten die schon geführt, bevor die Kamera da war. Ja, ja. Kathi ist jetzt gleich als nächstes dran, die erste Strophe zu singen. Ah, ich sollte gerade voll abgehen und das war voll fehl. Ich hoffe total, dass irgendjemand diesen Song nehmen wird und voll den krassen Remix draus macht. Oder so durch die Jahrzehnte mit dem Song. Ja, warum hat denn immer noch niemand einen Remix zu diesem Song gemacht, ja? Oder das krass durch die Jahrzehnte geballert. Das hätte ich so gefeiert, wenn irgendjemand diesen Song genommen hätte. Dead by Daylight Song, weiß ich nicht, im Stil von Modern Talking oder im Stil von Pink oder sowas. Aber unsere Communities waren leider nicht groß genug oder nicht motiviert genug oder nicht affin genug, sowas zu machen. Aber ich hätte es enorm gefeiert. Ich hätte es so großartig gefunden. Und jetzt noch ich. Jetzt noch ich. Aus der dunklen Schone ist Willem am Marsch. Zu dem wunderbaren Song, aber ich kann euch nur eins sagen, dass als wir das dann zum ersten Mal fertig gehört haben, das war richtig geil. Das war großartig. Also ich glaube, wieder mal einen Song zu produzieren wäre auch auf jeden Fall etwas, das ich mal wieder tun würde. Ich bedanke mich, dass ihr beim heutigen Video mit dabei wart und ein bisschen in meinen Anfängen oder in meine Anfänge mit hineingeschaut habt. Hat sehr viel Spaß gemacht, cool zu sehen, was ja ich so getrieben habe und gibt auch ein bisschen Inspiration für neue Videos. Und ich hoffe, wenn ich jetzt dann von der TwitchCon wieder zurückkomme, dass ich diese Inspiration auch in Videos umwandeln kann. Falls ihr es noch nicht getan habt, followt gerne meinem Kanal, schaut auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbei und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und ciao, ciao!